Meine lieben Bartfreunde, ihr habt doch tatsächlich vermutet, dass mein letztes Video über Bushido mein letztes Video über Bushido war. Doch ihr habt es sicherlich schon im Titel gelesen. Dem ist nicht ganz so. Ich habe ja mittlerweile so einige Videos über Bushido gedroppt. Als wäre das noch nicht genug und als wäre ich euch noch nicht genug auf den Sack gegangen mit diesem Thema. Bushido ist nicht nur auf eines dieser Videos aufmerksam geworden, sondern auf alle verdammt nochmal 4 Videos. Er hat jedes einzelne dieser Videos kommentiert und manche davon sogar bei Twitter geteilt. So, ihr denkt euch jetzt, warum muss es darüber jetzt auch noch ein Video geben? Das ist ganz einfach, weil über eine bestimmte Sache habe ich mich noch nicht geäußert. Denn neben diesem ganzen Support hat er mir eine unglaubliche Chance angeboten. Bushido. Der Bushido lud mich nach Leipzig, weil ich ja aus Leipzig komme, zu seinem Konzert im Dezember ein, und jetzt kommt der Knaller, und schlug mir vor, ich zitiere, wenn du Lust hast, dreh mir was für deinen Kanal. Ah, ja. Wenn du Lust hast. Meine Antwort darauf ist, nee, nicht wirklich. Also eins muss ich ihm lassen, der Kerl hat mega Humor. So, natürlich habe ich Bock, Mann, was ist das für eine Frage, Bro? Was ist das für eine Frage, Alter? Den Moment, wo ich diesen einen Kommentar unter meinem Video bekommen habe, werde ich nicht vergessen. Ich war am nächsten Tag in der Stadt in Leipzig, um dieses Street Reaction Video über sein Album zu drehen. Und kurz nachdem wir die letzten Aufnahmen gemacht haben, bekomme ich eine Nachricht von einem Freund über WhatsApp, weil bei mir auf YouTube so viele Kommentare abgingen, dass es einfach nicht mehr in den Benachrichtigungen angezeigt wurde. Wo drin stand, Dicker, bei YouTube eskaliert gerade alles. Und dann sehe ich diesen Kommentar von Bushido. Und meine Begleitung und Kamerafrau an dem Tag war clever genug, und mich versteckt nochmal aufzunehmen und meine Reaktion dazu. Ey. Ey. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Man könnte sagen, ich habe mich schon ein bisschen darüber gefreut, auf jeden Fall. Aber natürlich war das nicht alles, denn ich fand die Reaktion meiner Community und Freunde noch viel besser. Ach, rein, coole Sache so. Perfekt, Alter, läuft. Ich hab's erahnt, dass er dich einlädt. Was hab ich zu dir gesagt? Ich hab's zu dir gesagt, Alter. Er wird dich einladen, ich wusste es. Digga, was zum Fick, Mann, Alter. Das war Ast rein, Alter. Vielleicht kann ich mich damit MO030 betteln. Nee, Quatsch. Ich sage nur, wenn ich ein Lied live spielen darf, so, dann kommen wir nach Leipzig. Vielleicht kannst du ja, also wenn wir da eingeladen sind und schon vorher, bevor überhaupt irgendwelche Leute reinkommen und noch Zeit ist, so, vielleicht kannst du ja mit denen irgendwas Cooles machen, Backstage, irgendein Spiel spielen oder sowas. Weißt du, was ich meine? So hier dieses Ich habe oder ich habe nicht oder so ein Scheiß, weißt du? So, das wäre überkrass, Alter. Ein Ich habe nicht mit Bushido gespielt, so, weißt du, was ich meine? Oder irgendwas anderes Cooles, dass du dir was einfallen lässt. Oder was halt, wo er auch Bock drauf hätte, so, weißt du, was ich, dass du die Konsole mitbringst und so zusammen N64 zockt oder so ein Scheiß. Das übertreibt ein bisschen. Mario Kart oder so. Ein anderer Freund von mir aus Berlin, welcher nämlich früher in einigen Flair-Videos im Hintergrund so ein bisschen mit teil war. Und auch er hat natürlich darauf reagiert und meinte nur so, Digga, voll geil, ich komme sofort so vorbei, wenn das geht. Ich freue mich so krass für dich, unser Idol aus der Jugend, voll geil. Und am allergeilsten war das, was er danach geschrieben hat. Unser Weg nach oben mit so einem scheiß Flugzeug. Ich fange eine Schlägerei mit Arafat an. Und natürlich möchte ich die Reaktion meiner Community ebenfalls nicht vorenthalten. Von John Wayne. Oha, das ist meine Ansage. Von 100% Real. Respekt. Gibt's ihm echt guten Push. Von Neo Minzy. Danke, dass du ihn etwas unterstützt und damit das Niveau von YouTube steigerst. Er ist einer von den Guten. Das hat mir, da hatte ich echt Gänsehaut, wo ich das gelesen habe. Alan Stanger. Ehrenmann. Oder von Yannick. Respekt, dass du hier kommentierst. Das zeigt, dass du deine Fans auf Augenhöhe betrachtest. Meine Bros von Anders Krass TV, gönnen wir dir, Beard Bro. Vielen Dank, Jungs. Christian Hai, alter krass, Bushido höchstpersönlich. Ja, das haben wir wahrscheinlich alle gedacht, Bro. Doch die allerbeste Reaktion kam aus den eigenen Reihen und das war meine Mutter. Das war eine Reaktion, bei der ich einfach mich kurz hinsetzen musste und
gemerkt habe, so, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn deine eigene Mom das unterstützt, die sonst immer ein bisschen skeptisch ist und natürlich auch vorsichtig, was ja richtig ist in der heutigen Zeit, dann so eine Reaktion kommt, wie die, die ich euch gleich zeige, dann, man, wäre ich dann nicht glücklich, ey, ganz ehrlich. Das hast du echt gut gemacht, du bist immer so fleißig. Glaub mir, dein Fleiß wird sich auszahlen. Du bist immer mit Herz und Seele dabei und was du rübergibst, den Menschen da draußen, die merken, wenn das echt ist. Ich weiß, dass du es bist und ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich unendlich, deine Mama. Aber wir wollen natürlich die anderen Kommentare nicht totschweigen, denn es gab da auch noch den ein oder anderen Kommentar, der, ich glaube, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, nicht ganz so lieb gemeint war. Und da geht es auch schon los mit Mourinho oder Mourinho. Blas ihm doch direkt ein. Kommen jetzt nur solche Videos. Was will dieser Vollspaß? Als ob ich nur Videos von Bushido hätte, Mann. Nur weil ich ein einziges Video hochgeladen habe. Ja, okay, es waren vielleicht zwei Videos. Meine Fresse. Okay, es waren vielleicht auch drei Videos. Oh Mann, echt? Ich habe vier Videos schon darüber gemacht? Scheiße, Mann, der Typ hat einen Bericht. Geil fand ich auch den Kommentar von Jerking Off to Germany. Ach nee, nur Jerk of Germany. Ach nee, nur Jerk Germany. Leon Lovelock Format Clown ist da. Das war vor allem unter dem Street Reaction Video zu sehen. Und ja, hast mich erwischt. Ich klaue alles von Leon Lovelock. Leon Lovelock hat einfach alle Ideen zuerst. Im Endeffekt klaut einfach jeder bei ihm, weil der Typ ist so inspirierend, so kreativ, so. Wisst ihr was? Joking off, joke off, joke, beef jerky. Leck mich doch, Alter. Schau auf mit YouTube, Mann. Kannst mich mal, du Pisser. Komm doch, wenn du was willst. Nee, ich hab Angst. Lass es lieber. Nun bleibt eine Frage noch im Raum. Was drehen wir mit Bushido, wenn wir ihn im Dezember treffen sollten? Und natürlich möchte ich euch in diese Geschichte mit einbeziehen. Ich möchte eure Ideen zu diesem Thema hören. Was sollte ich mit Bushido drehen? Und diese Videoideen knallt ihr mir natürlich einfach unter dieses Video in die Kommentarleiste. Die 2 bis 4 besten Ideen, sprich welche am meisten Daumen nach oben von euch bekommen, werde ich als Vorschlag mit zu seinem Konzert im Dezember mitnehmen. Dann sucht er sich im besten Fall eine dieser Ideen aus und dann ziehen wir den Scheiß durch. Falls, und was ich nicht glaube, keine oder keine vernünftige Idee dabei rumkommt, hätte ich den Vorschlag, ein ganz entspanntes, gediegenes Question and Answer mit Bushido zu spielen, wo ich alle möglichen Fragen, und auch da seid ihr dann wieder gefragt, dann könnt ihr das genauso in die Kommentare jetzt runterknallen, die uns schon immer interessiert haben. Also da werden Fragen von mir dabei sein, da werden Fragen von euch dabei sein. Bedenkt bitte auch dabei, dass es sich hier um Bushido handelt, ne? Es handelt sich hier nicht um irgendeinen kleinen Puppe-YouTuber, es handelt sich hier nicht um irgendeinen Newcomer, der es unbedingt braucht, sich noch lächerlich zu machen. Es handelt sich hier um den Papa des Raps. Ich nehme jetzt einfach mal stark an, dass ihr es mitbekommt mit Menschenverstand. Keine behinderten Challenges hier in diese Kommentare reinzuposten, wo es eigentlich nur darauf aus ist, dass die Leute vor der Kamera sich lächerlich machen, denn ich schätze, das ist nicht sein Ding. Bitte lasst euch was einfallen, was zu ihm und seiner Person passt, was cool und unterhaltsam ist, aber nicht lächerlich. Dann bleibt ja jetzt nur noch eine Frage offen. Wie zur Hölle trete ich mit Ihnen in Kontakt? Ich habe mir da ja schon Gedanken gemacht. Es gibt da ja 2 Optionen. Option 1 ist natürlich, ich tauche da mit Kamerateam und Equipment einfach so auf und werde dann am Eingang ein kleines Problem mit der Security bekommen, weil natürlich jegliche Veranstalter professionelles Equipment nicht erlauben auf so einem Konzertgelände. Um dann wiederum zu versuchen, mit den YouTube-Kommentaren und den geteilten Tweets von Bushido die Security umzustimmen, uns doch reinzulassen oder wenigstens den Veranstalter zu fragen oder vielleicht Bushido selbst, wer weiß, wie lange das dauert, bis sie den erreichen. Um dann vielleicht das Glück zu haben, dass sie uns tatsächlich damit reinlassen. Und Option 2 wäre natürlich einfach, ihm offiziell mal eine E-Mail zu schreiben an irgendeine Adresse, wo man ihn oder sein Management erreichen könnte. Oder Option 3, und das wäre natürlich das Allerschönste, man kommt auf uns zu. Aber genug spekuliert, ich glaube, das Coolste an der ganzen Sache ist ja, dass wir noch nicht ganz wissen, wie das abläuft, und das macht es ziemlich spannend und gibt uns natürlich auch Stoff für weitere Videos. Was den Hatern bestimmt an dieser Stelle gefallen wird. Selbst wenn wir nur kurz Backstage mit ihm stehen, aus welchem glücklichen Zufall auch immer, ich das Album unterschrieben bekomme, nur damit ich, das ist mein Mindestziel, damit ich euch dieses Album verlosen kann, wie ich es versprochen habe,
meinem Unboxing-Video. Mehr sollte man in meinen Augen auch erstmal nicht erwarten. Wenn es doch dazu kommt, dass man zusammen chillt oder dass man vielleicht sogar wirklich noch eine halbe Stunde oder wie auch immer Zeit hat, um da gemeinsam irgendwas Cooles zu drehen, dann ist das natürlich das Größte, ne? Also da würde ich natürlich jetzt nicht nein sagen. Und im allerbesten Fall sagt er einfach, ja, das war ein chilliges Video, ging es mir doch nicht so auf den Sack, wie ich dachte. Hier ist eine Telefonnummer, melde dich, wenn du in Berlin bist. Dann können wir ja ab und zu mal was drehen. Ich pushe deinen Kanal, bis er ganz oben ist und dann kriege ich Prozente davon. Okay Leute, schreibt mir einfach mal eure Meinung zu dem ganzen Thema. Wie würdet ihr verfahren? Was erwartet ihr? Was denkt ihr, was dann wirklich passiert? Und denkt, wie gesagt, an die Ideen. Was sollen wir für ein Video drehen? Oder was hättet ihr für Fragen, wenn ihr keine Idee für ein Video habt? Tja, warten wir mal bis Dezember und haben hoffentlich die Nacht unseres Lebens. Abschließend möchte ich doch nochmal auf das Street Reaction Video eingehen. Ich hatte ja unter der Beschreibung des Videos reingeknallt, wenn ihr einen Teil 2 dazu sehen wollt, dann möchte ich das von euch wissen. Es gab relativ wenig Kommentare unter dem Video, dass ihr einen Teil 2 sehen wollt. Zwar viele, dass ihr es geil fandet so, aber nicht ganz genau im Wortlaut, dass ihr wirklich ein neues Video dazu sehen wollt. Wenn dem so ist, dann erwarte ich von euch mindestens 500 Daumen hoch unter diesem Video. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp der Hälfte. Das ist also machbar. Danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr mich auf dem Weg begleitet. Danke, dass ihr hoffentlich nicht nur wegen diesem ganzen Bushido-Hype abonniert habt, sondern weil ihr mich und meine anderen Videos auch ganz cool findet. Und folgt mir natürlich auch auf gängigen Portalen wie Instagram, wie Facebook, wie Twitch, wie Twitter, wie WhatsApp. Nein, das macht ihr bitte nicht. Bis bald. Ja, das war tatsächlich ein Salut auf Barthöhe, nicht auf Augenhöhe. Da auch noch den ein oder anderen Kommentar, der, ich glaube, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, nicht ganz so lieb gemeint war. Und da geht es auch schon los mit Mourinho oder Mourinho. Blas ihm doch direkt ein. Kommen jetzt nur solche Videos. Dass ich aber lutschen würde, nimmst du echt zurück, okay?